Was denken Sie, wenn Sie diesen Mann sehen? Ich konnte ihn teilweise am Anfang nicht berühren. Ich wusste gar nicht, wie ich ihn anfassen soll. Wenn man den Peter zum ersten Mal sieht, wenn man ihm zum ersten Mal begegnet, ist man schon sehr verwirrt. Das ist für mich wirklich ein großes Wunder. Am 19. März war es, am 19. März, als er geboren wurde. Wir haben auch, das glaube ich, an nichts fehlen lassen, um dieses Kind eben doch am Leben zu halten und durchzubringen. 1973 an der Uni in Regensburg in der Cafeteria, da habe ich ihn kennengelernt. Manische Frei für den Mann aus Glas! Ein Mensch mit dieser unglaublichen Geschichte, der sich das alles erkämpft hat, dem man erst das Leben gar nicht zustehen wollte, also von wegen der stirbt sofort, dann eine Bildung nicht zukommen lassen wollte, der das alles selber irgendwie gemacht hat, das alles, also der Wahnsinn. Und ich habe ihm immer gesagt, wenn du etwas werden willst, kannst du es nur mit dem Kopf machen. Um sich in dieser Welt durchzusetzen, musst du unheimlich hart sein. Ich bin immer stolz, dann, wenn ich sehe, was er geschafft hat. Ja. Und ich bin stolz, dass er mehr geschafft hat als ich. Das stimmt. Ich würde mir halt wünschen, dass das, was mir geschehen ist, dass es einem anderen nicht passiert. Das scheinbar Normale gibt es ja nur, weil es das Abnorme gibt. Man sieht den Menschen nicht mehr als Krüppel, sondern man sieht den Menschen in diesem Körper. Er ist ein normaler, erwachsener Mensch. Okay, nicht also, verrückt, also nicht auf verrückt. Geht's. Letzter Rest. Komm her zu mir. Zum Schützenfest. Die ganze Sache ist nicht einfach.